thank you Folgenden sprechen wir gemeinsam über den Datenschutzbeauftragten oder die Datenschutzbeauftragte. Artikel 37 Datenschutzgrundverordnung sieht für Behörden und andere öffentliche Stellen ausnahmslos eine Verpflichtung zur Bestellung einer oder eines solchen Datenschutzbeauftragten vor. Daher haben alle öffentlichen Schulen eine Datenschutzbeauftragte oder einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Ausnahmen für kleine Schulen mit nur wenigen Lehrkräften sind nach der Datenschutzgrundverordnung ausdrücklich nicht vorgesehen. Im Idealfall findet sich für diese Aufgabe eine Lehrkraft der jeweiligen Schule. Dafür gibt es allerdings auch Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Die oder der Datenschutzbeauftragte muss zunächst fachlich geeignet sein und darf dazu auch keiner Interessenkollision ausgesetzt sein. Daher darf weder ein Mitglied der Schulleitung noch ein IT-Administrator zum Datenschutzbeauftragten bestellt werden. Aus Artikel 37 Absatz 3 der Datenschutzgrundverordnung ergibt sich aber auch die Möglichkeit für mehrere öffentliche Schulen, eine gemeinsame Datenschutzbeauftragte oder einen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Voraussetzung hierfür ist, dass jede betroffene Schulleitung der Beauftragung zustimmt. Gemäß Artikel 37 Absatz 6 Datenschutzgrundverordnung kann die Datenschutzbeauftragte oder der Datenschutzbeauftragte auch eine externe Person sein, die ihre Aufgaben aufgrund eines Dienstleistungsvertrages erfüllt. Sofern Sie die Bestellung einer externen Datenschutzbeauftragten oder eines externen Datenschutzbeauftragten in Erwägung ziehen, sollten Sie das vorgelegte Angebot genau prüfen. Die regionalen Landesämter für Schule und Bildung bieten mittlerweile für alle relevanten datenschutzrechtlichen Fragestellungen Informationen und auch Muster an, so dass diesbezüglich nicht auf externe und häufig kostenpflichtige Angebote zurückgegriffen werden muss. Dabei muss der Personalrat der Schule der Bestellung der oder des Datenschutzbeauftragten gemäß § 67 Absatz 1 Nummer 9 Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz zustimmen. Ein Muster zur schriftlichen Bestellung ist hier verfügbar. In diesem Zusammenhang müssen auch die Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten oder des Datenschutzbeauftragten bekannt gemacht werden. Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten sind daher zu veröffentlichen. Konkrete Vorgaben zur Form der Veröffentlichung liegen nicht vor. Es bietet sich jedoch an, die schuleigene Homepage, um die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten zu ergänzen. Ausreichend ist, wenn für die oder den Datenschutzbeauftragten eine Funktionsadresse, wie zum Beispiel datenschutz.musterschule.de, eingerichtet und diese dort angegeben wird. Weiterhin bedarf es einer Meldung zur Benennung. Gemäß Artikel 37 Nummer 7 Datenschutzgrundverordnung sind der Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen als zuständige Aufsichtsbehörde die Kontaktdaten mitzuteilen. Das dafür von der Aufsichtsbehörde eingerichtete DSB-Meldeportal ist unter folgender Adresse erreichbar. Meldungen in anderer Form kann die Aufsichtsbehörde nicht mehr entgegennehmen. Sie erhalten dann nach Eingabe über das Portal sofort eine Bestätigung Ihrer Meldung sowie einen persönlichen Zugang, um später Änderungen der Meldung direkt einpflegen zu können. Eine Kopie dieser Bestätigung sollten auch an die für Sie zuständigen Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner für Datenschutz in Schulen beim Regionalen Landesamt für Schule und Bildung übermittelt werden. Was ist nun also die Rechtsstellung der Datenschutzbeauftragten oder des Datenschutzbeauftragten? Was sind die Aufgaben? Die Rechtsstellung und die Aufgaben der Datenschutzbeauftragten oder des Datenschutzbeauftragten sind weitgehend mit der bis zum 24. Mai 2018 geltenden Rechtslage in Niedersachsen vergleichbar. Im Detail heißt das, die oder der Datenschutzbeauftragte unterstützt die Schule, bei der Sicherstellung des Datenschutzes und wirkt auf das Einhalten der rechtlichen Vorschriften hin. Dies beinhaltet die weisungsfreie Beratung der Schulleitung und des übrigen Kollegiums. Bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach Artikel 39 Datenschutzgrundverordnung hat die Schulleitung den Datenschutzbeauftragten zu unterstützen indem der Zugang zu personenbezogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen sowie die zur Erhaltung seines Fachwissens erforderlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Die Schulleitung hat sicherzustellen, dass die Datenschutzbeauftragte oder der Datenschutzbeauftragte rechtzeitig in alle mit dem Schutz personenbezogener Daten zusammenhängende Fragen eingebunden wird. Und die und oder der Datenschutzbeauftragte ist darüber hinaus Ansprechpartner für das Kollegium und Erziehungsberechtigte bei datenschutzrechtlichen Fragestellungen und Eingaben. Sie oder er fungiert als Kontaktperson für die Aufsichtsbehörde. Damit die oder der Datenschutzbeauftragte ihre oder seine Aufgaben sachgerecht erfüllen kann, ist es erforderlich, dass eine vertrauliche, und direkte Kommunikation mit ihr oder ihm sichergestellt wird.